Emissionen. Damit zur Wirtschaft. Die OMV sorgt im Weinviertel für einen Energieschub. Sie investiert 210 Millionen Euro in zwei neue Erdgasfelder. In Strasshof und Ebenthal wurden sie 2005 entdeckt, dann aufgeschlossen. Und jetzt steht der Gasgewinnung nichts mehr im Weg. Die Produktion kann starten. Seit wenigen Tagen laufen hier die Fördermaschinen. Bis September soll die volle Kapazität ausgeschöpft werden. Die neuen Erdgasfelder befinden sich in Strasshof und Ebenthal. Durch sie will die OMV ihren Förderanteil bis zum Jahr 2010 um 20% erhöhen und wieder dorthin kommen werden, wo wir im Jahr 1964 gewesen sind, als wir die höchste Gasförderung mit etwa 1,7 Milliarden Kubikmeter pro Jahr in unserem Lande geschafft haben. Zum Vergleich, in Österreich werden derzeit pro Jahr etwa 8,5 Milliarden Kubikmeter Gas verbraucht. Die neuen Erdgasfelder in Strasshof und Ebenthal haben eine geschätzte Kapazität von 4 Milliarden Kubikmetern. Durch die neuen Erdgasfelder im Weinviertel will die OMV auch die Abhängigkeit von ausländischen Gaslieferungen etwas verringern. Was den heimischen Vorrat an Erdgas und Öl betrifft, ist man bei der OMV zuversichtlich. Mit den heutigen Öl- und Gasfeldern werden wir hier in diesem Lande noch mindestens 30 Jahre lang Öl und Gas fördern können. Und Langanger ist überzeugt, dass man in Niederösterreich noch nicht alle Erdgas- und Ölvorkommen gefunden hat. Er sieht in diesem Gebiet noch Potenzial. Gestritten wird derzeit nicht.